Ja, moin Leute, Smuggel am Start mit einer weiteren Folge zu Heroes of the Storm und dem Mission to Rang 1, denn ich spiele hier die Heldenliga und ich wollte euch einfach bei dem ein oder anderen Game mitnehmen, denn es gibt 20 Wertungsspiele, wo ihr quasi dann hinterher gerankt werdet. Das heißt, je nachdem wie viele Wins ihr habt, wahrscheinlich spielt auch noch der eine oder andere, die eine oder andere Sache eine Rolle, je nachdem werdet ihr dann gerankt. Rang 8, Rang 10, wenn ihr vielleicht nicht so gut wart am Anfang in den ersten 20 Spielen, was ja auch passieren kann, vielleicht Rang 20 und ich werde das einfach mal probieren und nehme euch bei dem einen oder anderen Match hier mit. Das ist mein zweites Game, das erste habe ich gewonnen und wir haben im Giga-Team schon mal einen Gazelo und einen Shen. Es sieht schon mal sehr interessant aus. Ich überlege jetzt, was ich als erstes auspacke. Ich glaube sogar, dass ich vielleicht sogar auf Damage Monk gehe. Ich schreibe mal gerade ganz kurz in der Lobby. Damage Monk. If Hoji wants to heal. Ansonsten würde ich auch auf den Heal gehen, denn ich habe mit dem Monk sehr gute Erfahrungen gemacht. Und gemeinsam mit dem Illidan glaube ich, dass wir hier richtig abgehen können. Und ich pick ihn jetzt einfach. Packen wir ihn direkt aus mit dem Jade, Dragon Karasim und Mount mäßig. Ich will unbedingt die Goldmünze haben, da freue ich mich schon richtig drauf. There is no damage Monk. I don't think so. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass Hoji vielleicht sogar sowas... er könnte auch rein theoretisch auch einen Semi-Support spielen, wie zum Beispiel Tyrande oder so. Deswegen spielt er einfach erstmal direkt Valar wahrscheinlich. Haut er erstmal direkt rein. Of course, if you know how. Hat er vollkommen recht. Ich bin übrigens mit dem Tears hier im Duo-Kö am Start. Und wir haben jetzt hier den Last Pick und es wird wahrscheinlich Valar. Und ich habe, trage mein Smuggel-T-Shirt, T-Shirt, das, was ich auch auf der Gamescom getragen habe. Das bringt mir jetzt hoffentlich Glück. Und ich habe noch was am Start, es wird nämlich die Valar werden. Ich habe die unglaubliche Nexus-Brille, damit ich noch richtig abgehen kann. Ich sehe zwar fast nichts mehr, aber das ist für die Coolness und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in-game. Oh, da sind wir am Start und jetzt sehe ich hier, hab gerade schon den Goblin gehört, den werden wir uns mal ganz kurz hier holen. Das ist natürlich eine ganz coole Sache, dadurch, dass ich mit Monk offensiv als auch defensiv spielen kann, beziehungsweise ihn auch ausspielen kann und skillen kann, je nachdem, wie ich da Bock gerade drauf habe. Und mein Team mir gar keine andere Wahl ist, werde ich ihn auf Support spielen, aber werde trotzdem noch ein paar Schellen raushauen, auch wenn bei Monk natürlich alles auch Single-Target-Damage ist, aber ich werde mein Team ein bisschen supporten. Also, in meinem Team habe ich eine Nasibo, Valar, Illidan und eine Johanna und wir spielen gegen Gazelo, Shen, Reyna, Keltas und Malfurion und das wird kein einfaches Game, glaube ich, gegen Keltas, Malfurion, Root into Double Flamestrike. Ich habe den Keltas ja schon ausgepackt für euch. Ich glaube, das könnte hier die Kombination hinter sein. Und da ich heile, Transzendenz, jeder dritte Hit heilt den Hero, der in meiner Nähe steht. Der am wenigsten Hitpoints hat, um 46 erstmal. Nehmen wir mit. Ich werde auch meine E verstärken. Oh, guck mal, Drohne. Ich werde meine E verstärken, Deadly Reach. Damit kann ich nämlich ja auch ein paar Autotags raushauen. Und da ich damit heile, ist das eine ganz coole Sache, würde ich sagen. Jetzt geht's erstmal schon zur Sache. Illidan ist am Start. Gefällt mir ganz gut. Werde ihn vielleicht sogar gleich nochmal healen. Wobei, Illidan kommt hier wunderbar raus. Alles no problem. Muss jetzt mal kurz gucken. Vielleicht gehe ich sogar auf die Botlane ganz kurz mal hier ein paar Schellen raushauen. Wenn unser Nasibro ein bisschen Bock hat, dann können wir da schon mal raufgehen. Ich stelle mich jetzt hier einfach nur hin wie so ein dicker Babo. Und dann können wir mal gucken. Guck mal hier. Oh ja, oh ja. Guck mal, putz. Ja, drück mich halt weg. Ist okay. Ist in Ordnung. Ich wollte ja nur mal eine Ansage machen. Was ist da los? Und ab in die Mitte. Mit Johanna sollte das eigentlich ganz gut passen. Oh ja. So gefällt es mir. First Blood. Good job, Nasibo. Hast du sehr gut gemacht. Und nix wie in die Mitte, um mal kurz unserer Johanna zu helfen. Fühlt sich übrigens sehr, sehr geil an, als Monk zu supporten. Einfach, weil ihr gezwungen seid, was eine ziemlich coole Sache ist, in den Teamfight zu gehen, weil ihr ja immer vorne am Start sein müsst. Das einzige Manko so ein bisschen, wenn ihr Heroes gegen euch habt, die euer Attack Speed slowen oder die einfach mal euch blinden können, weil dann könnt ihr weniger heilen und das ist natürlich generell uncool. Mal jetzt hier unten erstmal mein Ding ganz kurz, da oben fehlt natürlich jetzt hier, ist natürlich ein bisschen semi-gut und habe hier sogar den Keltas, der ein bisschen ein paar Schellen raushauen möchte. Gut, dann muss ich mich halt verziehen, komme hier hoffentlich noch weg, werde mich doch auch nicht verfolgen, kann ich schnell tappen gehen und dann gehe ich nach oben. Gucken wir mal, was der Nasibo hier unten macht, der hat natürlich auch gerade keinen Spaß, ne, aber die machen es hier schon. Werde mal in die Mitte gehen, um ein bisschen XP noch abzugreifen.
wie gesagt, der Wave Clear vom Monk ist jetzt nicht der geilste. Also, das muss man ganz klar sagen, aber er braucht ja auch eine Schwäche. Denn ansonsten wäre er einfach zu stark, meiner Meinung nach. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja nicht gleich direkt einen Nerf fressen. Auf Level 4, Healing Ward Protective Shield jetzt als Support, macht natürlich Sinn, muss ich ganz klar sagen. Ich bin allerdings, Overtake, also dass ich Movement Speed bekomme, wenn ich meine E anmache, finde ich auch gar nicht so schlecht. Was skill ich jetzt? Ich skille Healing Ward. Healing Ward, meiner Meinung nach jetzt hier ganz cool. Und hier oben gehe ich erstmal ganz kurz meinem Illidan helfen. Ups, natürlich semi gut gemacht, aber Ward erstmal dezent platziert. Und jawohl, erstmal kurz ausrasten hier mit dem Illidan. Läuft das doch richtig gut. Body Blocking Action for the win. Good job. Was ist da los, Alter? So, rauf hier. Es ist auch richtig nice. Ihr müsst halt nichts machen. Guck mal, E geht an und guckt euch mal an. Hier einfach direkt Johanna schön, Illidan schön hochheilen. Ich sehe durch die Brille gar nichts. Ich sehe nur Gestalten und von der Optik her sehen die sich ja doch sehr ähnlich. Wahrscheinlich. Was laberst du? So, erstmal wegradiert hier. Nochmal schön hier. Wie gesagt, mit jedem dritten Hit. Deswegen ist die E, also Deadly Reach, so stark, finde ich. Ich kassiere natürlich auch einiges. Ne? Das ist natürlich auch so die Kehrseite. Wenig AOE, kein CC dafür und man kassiert noch ordentlich Schaden. Aber dafür habt ihr richtig guten Single-Target-Damage, wenn ihr denn eben den Monk so auspackt. Oh, das ist, da willst du nicht drin stehen. Da willst du nicht drin stehen und kippst erstmal aus dem Latsch. Ich würde sagen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich bin ja für ein paar Späßchen zu haben hier. Jetzt verziehen wir uns, bitte. Putz, erstmal kurz wegporten. Hab zwar keinen Mana mehr, würde auch sagen, direkt Illidan, passt mal ein bisschen auf deinen Arsch auf, aber es sieht gut aus. Er holt den Kill und jetzt kriegt er auch nochmal einen Heal. Putz. Und ich blocke ihn erstmal. Holy moly. Ich glaube aber, dass er da nicht mehr weggekommen wäre. Die wollen hier alle mal All-In gehen. Ich würde sagen, wir müssen hier mal ein bisschen uns zurückziehen. Es ist ansonsten semi-gut. Oh, bisschen Bodyblocken. Oh, der springt natürlich immer wieder ran wie so ein... Na. Oh, habt ihr das gesehen? Der hätte wahrscheinlich unseren Nasibo noch geholt. Ganz, ganz bitter. Cleanse, Clairvoyance. Ich finde persönlich, also Echo of Heaven mit einem zweiten Heal nach 2 Sekunden finde ich ziemlich cool. Muss ganz ehrlich sagen, finde ich ganz geil. Aber ich will ja auch ein bisschen Schaden machen. Ein bisschen Damage, deswegen habe ich hier den Radiant Dash einfach mal verbessert. Weil ich der Meinung bin, dass das Ranspringen oftmals noch den ein oder anderen Kill sichert. Einfach, weil ihr dadurch Heroes erreichen könnt, die andere Helden oftmals nicht erreichen können, weil sie sich nicht trauen, da auch All-In zu gehen. Das hat einfach den Hintergrund, dass ihr ja mit euer Q, wenn ihr noch den zweiten Stack habt und es nicht verschlaft natürlich, dass ihr da auch direkt wieder raus könnt. Und guckt euch mal an, guck mal, den kriege ich sogar. But! Einfach nur deleted. So muss es sein mit Monk. Obwohl ich hier spiele, mach du was mal mit dem anderen Support. Das ist einfach nur mega nice und es gefällt mir richtig gut. Mein Team rockt gerade wirklich das Match hier. Illidan macht erstmal ganz entspannt deren Siege Camp. Ich glaube, die Brille bringt einiges. Ja, die habe ich getragen bei der Gamescom. Wo wir denn fertig waren mit dem Carsten auf der Blizzard-Bühne. War einfach nur mega cool. Ich hau ja da nochmal ein Video raus. Wird dann am Sonntag erscheinen, wo ich ein bisschen zur Gamescom noch was erzähle. Beim Sunday Coffee. Ich werde die Weinporn skillen. Einfach weil es meiner Meinung nach hier die Aufgabe von dem Monk ist. Den einen oder anderen hier nochmal kurz den Arsch zu retten. So muss es sein. Und wir werden natürlich auch ab und zu mal in die Heal-Zahlen gucken. Da outheale ich jetzt gerade mal ganz entspannt schon mal den... Boah, alter Schwede. Bots! Und hier nochmal schön die E anmachen. Und der Illidan geht wirklich all in. Hier geht nochmal raus. Wunderbar. Guckt euch das an. Wir brauchen uns hier gar keinen Kopf machen. Placement Games for the win. Einfach nur destroyen. W geht an. Bots. Wenn die W beim ersten Mal angehen würde, würde ich mich natürlich nochmal ein bisschen mehr freuen. Wie gesagt, ich glaube, der Bug oder was auch immer das ist, wurde noch nicht ganz behoben. Ja, Ultimate erstmal gesetzt. Guck mal. Damit habe ich nämlich gerade den Gegner dazu gebracht, hier nochmal kurz zu denken, wir holen jetzt hier den einen oder anderen einfach. Und den Monk, den wollen wir auch noch haben, aber hat nicht geklappt. Die waren greedy. Die waren sowas von greedy und nicht mal Level 10 sein und dann so ausrasten, funktioniert leider nicht ganz so gut. So, ich stelle mich jetzt hier vorne einfach ran, einfach weil ich heilen kann. Schön, guck mal, mit jedem dritten Hit, 112 Hitpoints sind es mittlerweile. Alter Schwede, das ist schon ziemlich nice. Ihr könnt ja die W auch so skillen, dass ihr zum Beispiel aus Stunts rauskommt, beziehungsweise eure Teammates dann nochmal aus Stunts raushauen könnt. Richtig fett. Oder, genau, dass ihr mehr heilt. Ich guck mal gerade ganz kurz. Circle of Life. Für jeden Hero, den ihr heilt, sozusagen 10% nochmal mehr
Das ist schon richtig fett. Von meiner Roll, Malfurion sowas von outhealed. Wir sind in der 8. Spielminute. Ich will schon gucken, dass man... Ich hätte jetzt ja nochmal skillen können. Also ich dürfte es nicht vergessen, ich könnte noch mehr heilen. Aber mir ist einfach der Damage nochmal ein bisschen wichtig. Zusätzlich das Team ein bisschen supporten. So, es reicht meiner Meinung nach vollkommen aus. Ihr könnt es einfach auspacken, wie ihr da Bock drauf habt. Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr so einen Hybriden spielt, selbst wenn ihr Single-Support seid, das ist meiner Meinung nach überhaupt kein Problem. Was allerdings ein Problem ist, ist der Damage, den ihr teilweise abkriegt. Wenn ihr da jetzt alleine vorne steht und die Minions versucht zu destroyen, das kann manchmal ins Auge gehen, wenn ihr da euch ganz kurz selber vergesst und nicht wisst, dass ihr gerade da vorne steht. Es tut weh. Der Monk hält nicht viel aus, das muss man ganz klar sagen. Das ist halt einfach so. Radiant Dash, dass ich meinen Teammate sozusagen, also mir und mein Teammate nochmal Movement Speed geben kann, ist auch eine ziemlich geile Sache. Auch wenn ich die Q eher offensiv einsetzen werde und durch meinen Auto-Attacks heilen möchte. Deswegen werde ich Fists of Fury skillen. Dadurch hält das Ganze nochmal 50% länger und das finde ich ganz nice. So, erstmal direkt die Ehren machen, profitieren wir natürlich nochmal. Es ist halt einfach, jeder dritte Hit heilt und ihr steht vorne, macht Schaden, könnt ihr einfach mal mit Divine Palm, es ist ein Oh-Shit-Button vom Dienst, ey, das ist einfach nur super nice. Guck mal, einfach hochheilen und nochmal kurz raufgehen. What? Alter Schwede, direkt erstmal Face-Checken hier den Monk. Und beim nächsten Mal könnte ich ihn vielleicht sogar noch holen mit einem Nazi Bro. Guck mal. Ah, oh, ja, okay. Oh, da kommt die Ultimate, die mich nicht trifft. Und jetzt werden sie ausrasten hier. Ich glaube, es hätte nichts gebracht. Ich habe zwar meine Ultimate gehittet, ich wollte es einfach nur mal zeigen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe Divine Porn angemacht. Und das Game dachte sich mal gerade eben ganz kurz, nö. Mach ich also nicht. Das passiert mir tatsächlich öfter, auch in so einen Momenten, wo ihr vielleicht nochmal einen Cleanse braucht, was vielleicht manchmal gar nicht so schlecht wäre. Das ist wirklich semi-gut. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so geil. Die drücken mich hier gerade ganz schön, werden es fort auf jeden Fall mitnehmen. Die geht nochmal raus. Komm, die können wir eigentlich mitnehmen, die Banshees. Die nerven nämlich sowas vor. Der Rainer, wirklich, den muss ich unbedingt auspacken. Da habe ich richtig Bock drauf. Weil er einfach gebufft wurde und den will ich einfach mal spielen. Ich bin überhaupt kein Rainer-Spieler. Also ich habe ihn so unglaublich selten gespielt, obwohl er auch zu den Range-Assassins, zu den Range-Damage-Dealern zählt. Aber irgendwie bin ich mit ihm noch nicht so ganz warm geworden. Vielleicht ändert sich das nochmal. Drohne erstmal weggeholt und in der Mitte, vielleicht sogar gegen Gaslow. Illidan ist schon auf dem Weg und jetzt kommt hier die Melee-Action, sage ich euch. Illidan wird hier mal ganz kurz ein paar Schellen raushauen. Und Butz. Und die E geht an. Butz! Einfach nur destroyed. Natürlich immer bitter, wenn hier der Illidan aus meiner Range rausgeht, weil die Range von Breath of Heaven nicht unbedingt so groß ist. Aber, jetzt kassiert er nochmal hier. 460 im Umkreis. Das ist... Ich liebe den Monk einfach. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber der Monk macht sehr, 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 sehr viel Spaß. Guckt euch das an, wie wir sie gerade rasieren! So muss das. Sehr schön. Oh, guck mal von hinten sogar hier. Stehen wir jetzt hier gerade nicht ganz so gut. Putz, nochmal mit der Q ran und auch nochmal die E raushauen. Wegschnetzeln, was das Zeug hält. Werde jetzt skillen, dass ich hier mehr Heals raushaue. Ups. Passt natürlich ganz gut. Umso mehr Heroes da drin stehen bleiben. Schöne Ultimate, schöne Kombination gerade. Aber Illidan, der wird so ein bisschen wissen, ne? Oh, heilen wir dich nochmal ein bisschen. Putz. Auch nochmal die W anmachen. Unten rasiert gerade unsere Pflanze den Gegner. Guck mal. Ah, es ist so nice. Mm. Das war jetzt gar nicht schön von dir. Guck mal, Ultimate einfach direkt genutzt. Und damit haut der Gegner nochmal ein bisschen was raus und denkt sich so einfach, den wollen wir haben. Funktioniert leider nicht so, wie du es dir vorstellst. Oh, die Q, dem Gaslow nochmal kurz ins Gesicht drücken. Bin leider out of mana und möchte da auch gar nicht irgendwo drin stehen bleiben. Konnte da jetzt hier nicht viel machen. Oh, Butz, hier geht raus. Und wenn ich jetzt noch meine Q ready habe. Yes, Butz! Triple Kill is real! So muss es sein, Leute! ich weiß nicht, was für nächste Wertungsspiele ich noch haben werde. Aber da, so, wenn es so weitergeht, gefällt es mir natürlich außerordentlich gut. Kann ich nicht anders sagen. Werde mal ganz kurz zurückgehen. Rainer ist Bot. Report him. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen gerade, aber weiß nicht, ob das jetzt ein Rage Quit war oder ob der schon länger draußen ist, habe ich nicht mitbekommen.
So, von den Hierzahlen her, guckt euch das mal an. 13. Spielminute, 40.000 und heile mehr als Mafurion, sogar mehr als, also doppelt so viel eigentlich im Endeffekt. Können wir hier direkt rangehen. Ja, vom Damage her. Wie gesagt, es ist Single-Target-Damage. Da ist Illidan und Valla, die sich das natürlich zur Aufgabe machen, hier so viel Damage wie möglich rauszuhauen. Ist natürlich, da kommst du nicht ran. Aber ich glaube, ihr bekommt ganz gut mit, was ich meine. Ihr könnt halt den Gegner vorbereiten. Ihr könnt ihn vorbereiten für den Todesstoß, der dann von jedem Hero kommen kann im Endeffekt. Und das ist die Sache, die mir so gut gefällt. Ich kann es nur nochmal sagen, wenn ihr den Monk spielt, macht einfach mal ein Hybrid-Build. Das ist einfach nur mega nice. Jetzt kommt ja einiges. Ist mir gerade relativ wurscht, wenn ich ehrlich bin. So, komm mal raus hier. Healing Ward erstmal platziert. Und sollen sie halt den Rest kriegen. Das ist mir relativ Wayne. Hier geht nochmal raus. Kommt erst eine Kombi? Ja, da dodge ich einfach. Gazzled läuft heute leider nicht bei dir. Guck mal hier, nochmal kurz, putz, schön hochheilen. Schön, dass du mir die Banshees da lässt, damit ich jetzt nochmal kurz recken kann. So, hier oben wird gerade nochmal der Terror gemacht, Clutch Walls. Und mal schauen, was wir hier vielleicht sogar noch kriegen. Ich bin natürlich am Start, ich habe meine Heals, sind ready. Ja, wenn er wollt, dann kriegt er sie. Oh ja. Rainer erstmal kurz rasiert und Illidan, der weiß ganz genau, wenn er da jetzt rauf geht. Ich habe meine Ultimate, die ist ready für ihn. Wie er da gedodged ist. Triple Kill ist real. Und da kam noch jemand weg, den ich mir noch schnappen möchte. Und zwar so hier. Und der mit der Q. But! Enemy Slaying Kelters, House of Rhyme. Hier gehen raus. Einfach nur sensationell. Einfach nur nice. Ich kann dazu gar nicht mehr viel sagen. Es macht mir einfach nur unglaublich viel Spaß. Ich glaube, ihr seht es auch. MMR working as intended, schreibt Valla. Ich glaube, das hat damit nicht viel zu tun. Ich glaube, dass das MMR nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ich glaube, dass die anfänglichen Wertungsspiele... Wobei, nee, ich habe eigentlich was anderes. Eigentlich habe ich gehört, dass die Wertungsspiele relativ ausgeglichen sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Storm steht übrigens auf 20 jetzt gerade hier. Von daher, das erste Spiel war meiner Meinung nach sehr ausgeglichen. Das zweite Game, das was ihr jetzt hier gerade seht, ist okay. Also ich meine... Die Gegner machen ja, sie tun alles. Das ist natürlich auch mal ein bisschen schade, wenn man so krass rasiert, so abgeht. Aber dann ist es halt einfach so. Man hat 20 Wertungsspiele. Ich finde, das ist eine Zahl, mit der man ganz gut leben kann, die in Ordnung ist. Wo man am Ende wirklich schon sagen kann, man hat relativ viele Games gehabt, um einfach die maximale Möglichkeit zu haben, um sich gut einzuranken. Das glaube ich auf jeden Fall. Stormshield geht erstmal raus und jetzt mal kurz mit der E ein bisschen hochrecken, weil ich brauche ein bisschen Heal. Und dann noch kurz den Shen rasieren. Und den noch. Und hier noch ran. Und Butz! E anmachen, damit wir nochmal schön hoch rein können. Valla wird jetzt nochmal kurz explodieren. Die kassiert dann nochmal ein Heal. Es ist super nice. Mit Monk. Wenn es mit Monk läuft und ihr haut einfach so geile Kombis raus mit eurem Team. Was gibt es Besseres, Leute? Nichts. Der Monk wird stark sein. Ja, er ist ziemlich hart. Man muss es ganz klar sagen. Aber ich glaube, wenn man... Ich habe vorher nämlich das Game gehabt, wo man ihn 4 CC hat. Wo ich ganz, ganz oft wenig Attack Speed hatte. Mich dadurch ganz schlecht hochheilen konnte. Meine Heal-Zahlen waren trotzdem noch ordentlich. Aber am Ende glaube ich, eine Lily, eine Johanna, ein Muradin. Das sind die Picks, die man gerne gegen den Karazim auspacken möchte. Und wenn das klappt und wenn man sich da ordentlich Mühe gibt und ihnen ein bisschen Fokus, dann ist der Monk relativ schnell Geschichte. Das ist zumindest meine Meinung. Aber das war hier ein wunderbares Beispiel dafür, wie man schön supporten kann. Ich habe 62.000 Hitpoints geheilt. Sehr, sehr nice. Fast doppelt so viel wie der Malfurion. Und das war einfach nur ein unglaublich gutes Game. Transcendence, ich habe ein Healing Ward geskillt. Way of the 100 Fists, finde ich super nice. Ich könnte auf dieses Talent, glaube ich, nicht verzichten. Einfach, weil ich gerne vorne stehe und ein paar Schellen raushaue. Und das kann man hiermit wunderbar machen. Divine Pawn musste ich jetzt gar nicht so oft einsetzen. Fists of, of Fury, dass die eh von der Dauer her nochmal erhöht ist. Super nice einfach. Circle of Life, auch ziemlich geile Sache. Dadurch können wir die Heal-Zahlen nochmal ein bisschen pushen. Und Storm Shield. So muss es sein. Die Brille setze ich einfach mal ganz kurz ab und genieße die letzten paar Sekunden in diesem Video. Das war mein erstes Mission to Rank 1 Game bzw. Video, das ich euch zeige. Und wie gesagt, das war der zweite Win. Ich hoffe, dass es noch so ein bisschen so weitergeht. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch die eine oder andere Runde zocken und werde euch mitnehmen. Ich werde zwischendrin ein paar Matches auf jeden Fall auspacken für euch, damit ihr da öfter mal vorbeigucken könnt und euch das mal anschauen könnt, wie ich mich quasi mache gerade in der Heldenliga.
Mich würde natürlich eure Meinung interessieren. Habt ihr da Bock drauf, einfach mal zu zocken in der Heldenliga? Und ganz, ganz wichtig, ich habe in Planung, das mit der Teamliga zu machen, dass ich euch als Zuschauer nehme und zu fünft abgehe mit Teamspeak, mit Voice, einfach nur ein paar geile 5 gegen 5er Matches zu machen, die dann ein bisschen koordinierter sind, vielleicht sogar, wo man ein paar geile Matches raushauen kann. Da habe ich mega Bock drauf. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Haut den Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Stay tuned, das war Smoogle und wir sehen uns in der nächsten Episode.